InsaTV. Land und Leute sind unsere Stars. Na, wer kann unsere Festgleit spielen? Sein lustig voller Kerl und Dirndl haben wir gern. Kein anker Kircherlein, Jörling, Gott sorgen frei, dazu ein offenes Herz, ein Gefühl für jeden Schmerz. So ist der Brauch bei uns daheim. Wohin ist er los da? Als öfters schon gehört. Hast gehört und ich glaub's. Aber kreidet's mit ihm. Am Sonntag noch nicht, da kämen wir zusammen, die rarsten Kunden von Großbiesenheim. Na, ja, weil du bist da, sagt der Zwiesauber Stiel. Ich sag drauf, ja, und such mir ein Gesiel. Tu mir ein Pfiff aus dem Sog, klopf Maus auf den Tand, weil ich hinter der Woche nicht leicht einmal ran. Oft suche ich mir Blodern und fühle mir frisch an. Dabei kommt die kleine Tier mit einem brennenden Spann. Wo es brennt, oft sage ich, was, lass mir keine Ruhe. Na Mann, was ist denn? Die Raiffeisenbank Region Ried lud gemeinsam mit der Rieder Rundschau zu einer heiteren Lesung über die Nöte eines Spielers. Ja, die Raiffeisenbank ist einmal die Bank stark verankert in der Region. Wir fühlen uns der Region verpflichtet und wir haben eine Idee geboren. Und die Idee ist, wir präsentieren die Schätze aus der Region. Und da sind es sowohl die bodenständigen Schätze, so wie heute, als auch vielleicht eher zeitgenössische Schätze. Aber heute war das sicher eine schöne Veranstaltung. Zum Gedenken des Hans Schatzdorfer. Der Martin Moser hat wieder einmal super gelesen und die Neuhofener Sänger haben diese Veranstaltung bestens umrahmt. Ist für Sie jetzt diese Geschichte, nachdem sie ja doch schon etwas weiter weg ist, noch nachvollziehbar? Ja, die Geschichte ist nachvollziehbar. Ich denke, die Spielsucht ist heute aktueller denn je. Zu Zeiten von Hans Schatzdorfer hat es, denke ich, noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, sein Geld im Spiel zu verlieren. Und insofern ist dieses Thema heute aktueller denn je. Die Rundschau ist eben eine Zeitung, die sich mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit dem Tagesgeschehen aus der Region befasst. Aber wir fühlen uns dieser Region eben sehr verbunden und da gehört natürlich die Kultur, die Sprache, die Tradition mit dazu. Und das war ja heute wirklich ein Leckerbissen und ein besonders schönes Ereignis. Dr. Martin Moser, pensionierter Tierarzt aus Hönhardt, gilt als Experte der Innviertler Mundart. Ja, natürlich, ich habe den Hans Schatzdorfer schon kennengelernt vor über 50 Jahren, 1952, wie er diese denkwürdige Aufführung von König in Not in Vorsau in Ried gelesen hat. Und da war ich als junger Kampi, ich war damals 5 Jahre alt, habe ich schon mitsingen dürfen. Ich habe früher montiert, habe da Bass singen dürfen. Und diese Geschichte von König in Not, die hat mich sehr bewegt. Und ich habe dann jahrzehntelang eigentlich spekuliert, wie das wieder zu machen wäre. Und dann habe ich es anpackt und habe vor über 20 Jahren habe ich dann angefangen, König in Not zu lesen und habe es bis jetzt schon ziemlich oft gemacht. Und natürlich habe ich auch mit Schatzdorfer über meine Mutter, die ja sehr musische Frau war, habe ich bald zu Gedichten gefunden und zu Liedern. Und die hat mir schon Gedichte von Schatzdorfer und Stelzhammer vorgetragen und da habe ich halt dann anbissen und habe es weitergemacht. Und so bemühe ich mich eben schon über 50 Jahre mit der Innviertler Mundart und ich glaube, dass aus dem Grund unser Stelzhammer und unser Schatzdorfer nicht so schnell sterben werden. Die Geschichte des Spielers wurde zum bedeutendsten Werk des Mundartdichters Hans Schatzdorfer aus Großbiesenham in der Gemeinde Bramet. Eine wahre Begebenheit vom Roulette im Casino des Mirabellgartens zu Salzburg liegt der Geschichte zugrunde. Der Nachlass des Mundartdichters Hans Schatzdorfer wird heute von seiner Tochter verwaltet. Er war ein großartiger Mensch. Er hat uns alle gut erzogen. Er hat uns alle Werte beigebracht, die wir brauchten, um ein glückliches Leben und auch ein standhaftes Leben durchzustehen. Stratbrötelgespö von Hans Schatzdorfer. Die Geschichte eines Spielers nach einer wahren Begebenheit. Was das Spielen und Hans Schatzdorfers Geschichte betrifft, Dichtung und Wahrheit liegen hier eng beisammen. Und dass es in Wahrheit bei der ganzen Sache nur einen großen Gewinner gibt, weiß auch Walter Ecker.
Wenn ich schaue, wie viele Wettfirmen es gibt und was überall gespielt wird, dann glaube ich, und wenn ich schaue, wer im Lotto spielt, und wenn ich am Freitag Nachmittag auf Post gehe, wenn ich schaue, wer mit welchem Einkommen welchen Einsatz tätigt, dann glaube ich, dass es mehr denn je gibt. Viele klammern sich an das mögliche Glück, aber es ist heute rausgekommen, die wenigsten erwischen es.